So, und weiter geht's mit meiner Bootstour. Ich hatte diverse Probleme mit dem Zeppelin-Mod, der dieses Boot hier überhaupt ermöglicht, dass es als einzelnes Objekt rumfährt. Bin wieder zurück in meinem Heimathafen und ich muss mal eine kleine Veränderung am Boot vornehmen, damit das einfacher zu fahren ist. Und hatte ich da nicht eine Kiste? Moment. Ah, ich brauche ja keine machen, ich habe ja einen im Boot selbst drin. Ich muss mal kurz das Boot in einen Zeppelin verwandeln, aber auch nur wirklich ganz kurz. Dazu brauche ich zwei Hebel. Und die mache ich mal so. Nein, ich brauche drei Hebel für ein Zeppelin-Modul. Und das ist eigentlich zu wert, um das wegzuschmeißen. Das kann ich wegschmeißen. Und dann ist das genauso wie ein Zeppelin-Modul, nur eben mit drei Hebeln oben drüber. Genauso wie ein Bootmodul, nur mit drei Hebeln oben drüber. Denn ich muss das Boot kurz mal ein Stück anheben. Ich weiß nicht, ob ich gleichzeitig ein Zeppelin-Modul und ein Bootmodul haben kann. Das werden wir jetzt mal auf die harte Tour rausfinden. Airship Controller, Ship Controller. Airship Controller ist das hier. Kommt hier rein, geht nach oben. Und ja, es funktioniert. Der Controller scheint nicht Teil des Bootes zu sein. Ist das möglich? Moment. Nein, er ist Teil des... Interessant, es kann mehreres auch auf einmal sein. Upsala. Ich bin schon versehentlich nach oben gefahren. Und zurück. Ich muss das ganze Boot unten bearbeiten und das ist dummerweise der ganze Boden, auf dem ich laufe. Von daher werde ich das mal etwas höher machen. Die Frage ist, wie komme ich dann hier rein? Ich muss also seitlich irgendwie... Ah, das ist doof. Ich muss seitlich irgendwie einen Eingang schaffen. Etwa so. Ein Fahrzeug zu bearbeiten ist viel schwieriger. Okay, habe ich jetzt da ein Stück entfernt? Nein. Okay, das geht so gut wie gar nicht. Ärgerlich. Okay, es hat ein Stück weggenommen. Mehr brauchte ich erstmal nicht. So, ich bin wieder hier drin. Und ich werde das mal wieder der Welt hinzufügen und hoffen, dass es einen höher ist. Über dem Wasser jetzt. Und naja, fast. Dann werde ich dem Schiff mal einen Rumpf geben, der allerdings nicht das Wasser so zerstört wie mein bisheriger Rumpf. Ich sollte das Ding wirklich mal oben auf den Steg fliegen. Ist jetzt ein bisschen arg unrealistisch, aber ich habe schon so viel Ärger mit den Löchern im See gehabt. Scheiß drauf. Also hebe ich mal kurz hier rüber ab. Ah, so ein bisschen Tralala-Feen-Musik passt da ganz gut zu. So. Es macht schon Spaß, das Luftschiff zu steuern. Keine Frage. Ich muss, glaube ich, ein bisschen nach oben. Stecke ich etwa schon wieder fest? Ach, das ist dann falsche Taste. So. Ich spiele hier mit dem Laptop und viele haben auch Probleme mit der Steuerung auf Laptops, weil die meisten Laptops eine sehr kleine Tastatur ohne Numpad haben. Das Problem habe ich glücklicherweise nicht. Aber ich habe andere Probleme gerade hier. So, dreh dich doch mal wieder. Sehr gut. So. Ich weiß nicht, ob die Höhe in Ordnung ist. Ich glaube, ich sollte ein bisschen runtergehen, aber lass mal gut sein. Irgendwie komme ich hier schon wieder hoch. Ah, doch, die Höhe ist sehr gut. Dann baue ich auf der anderen Seite einen Einstieg auch noch für mich. Ah, hier ist ein Stück, was mir schon mal vor Frust verloren gegangen war. So, und das ist leider ein bisschen zu steil. Heißt, hier kommt mal eben eine Hilfsbrücke.
Dann mache ich hier. Einfach mal einen Streifen durch. Nein, das geht auch nicht. Das heißt, das Ding muss wieder weg. Und ich mache hier einen Streifen, der dann das neue tiefere Bug ist. Ich kann dann aber hier das Ganze so machen. Und gespiegelt sähe das dann so aus. Ja. Im Grunde genommen mache ich einen Rumpf im Wasser, der allerdings sehr dünn ist und nur dick aussieht. So dass der Fußabdruck im Wasser nicht so dick ist, dass da ein Loch übrig bleibt. Das sollte eigentlich so ganz gut funktionieren. Ich brauche mehr Holz. Ja, gut, dass ich hier einen Wald gepflanzt habe. Und oh Mann, wachsen die Bäume schnell. Anscheinend sind sie in 1.2.1 erst nach 2 Tagen gewachsen und mittlerweile sprießen sie nach einem halben Tag schon fast so in die Höhe und werden dann nur noch größer. Wenn denn Platz da ist. Bäume wachsen wie wahnsinnig. Den einen Sprössling sollte ich nochmal loswerden. Und die dann hier auch gleich wieder neu pflanzen. Mehr Bäume. Zu nah an der Schiene. Ich will nicht, dass da was im Weg steht. Moment, das ist schlecht platziert. Das Buch sollte etwas rundlicher aussehen. Auch wenn man das im Wasser kaum sieht, das ist doch irgendwie ästhetisch wichtig. So, so, so. Okay, jetzt das Ganze noch hinten zumachen. Und wie es in, dass es innen hohl ist, ist mir relativ wurscht. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es einen Block höher schwimmt im Wasser, weil ja nur dieser Block noch im Wasser schwimmt. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das aussieht vorne herum. Na gut, dann muss ich noch kurz dieses Stück Leiter zerstören hier unten. Da sollte ich ganz leicht rankommen. Und der Steg wird immer ulkiger. Ist ein bisschen notdürftig gerade. Ich will doch nur das kleine Stückchen Holz da zerstören.